Prinzessin? Gute Nachricht für mich? Leider nein, mein Gebieter. Tot? Sie schläft noch immer. Wer bewachte sie? Ich selbst, mein Gebieter. Und der Blinde? Er bettelt an den Straßen. Eine Gabe für den Ärmsten Allahs, 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 eine Gabe für den Ärmsten Allahs. Was? Dein Küter bellt? So dankst du meinem guten Herzen? Dein Herz ist so falsch wie dein Geld. Du Betrüger, du Sohn eines diebischen Vaters! Wie kann ein Blinder echt von falsch unterscheiden? Ich scheide den Tag nicht mehr von der Nacht. Es war mein Hund. Wie sollte ein Hund Echtes von Falschem unterscheiden? Prüft ihn selbst. Das wäre ein Wunder Allahs. Tatsächlich falsches Geld. Das habe ich selbst nicht einmal gewusst. Komm, du Freund der Straßenbäume und Ecksteine. Wo ist das falsche Geldstück? So. Oh, das ist ja gar kein Hund. Das ist ein in einen Hund verwandelter Steuereintreiber. Denen Allah schenkt das Licht, vergesst den armen Blinden nicht. Ins ewige Dunkel fällt als Lichterschein die Gabe eures Herzens ein. Eine Gabe für den ärmsten Allah, eine Gabe für den ärmsten Allah. Bring ihn zu mir. Eine Gabe für den ärmsten Allah, eine Gabe für den ärmsten Allah. Bete für mich. Mein Name ist Halima. Ich kenne dich nicht. Kennt man denn immer seine Freunde? Ich habe nicht einen. Ich bin dein Freund, Amar, in Taten mehr als in Worten. In meinem Haus findest du Speise und Trank, und was mein ist, ist dein. Und was verlangst du? Nichts anderes, als dass du für mich betest. Sehr viel für wenig. Nimm meine Hand. Nicht nötig, mein Hund sieht für mich. Er gibt mir mehr, als je Menschen geben. Wie alle Hunde. Dieser Schlaf entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß jedoch eins, nur der Blinde vermag sie zu erwecken und zu heilen. Nur er, Meister, hat die Kraft dazu. Eine Kraft, die euch versagt ist. Er wird mir gehorchen und dann verschwinden.
sie liebt den blinden Mann. Nennst du das Spiel zweier törichter Kinder Liebe? Liebe ist das Tor des Lebens. Und nur ich werde es ihr öffnen. Blinder Bettler, du trägst viel Unglück. Es kann nicht mehr gehen. Wer sieht unverschleiert? Ich trage für euch den Schleier. Wie nennst du dich, Fremde? Amat. Du wirst nie mehr betteln, Amat, und nie mehr fortgehen. Bleib bei uns, Amat. Ihr Göttin der Schönheit, ich weiß, ihr seid herrlich. Doch ich darf hier nicht säumen. Ich muss weiterziehen, die verlorene Geliebte zu suchen. Mit sehenden Augen suchen Männer oft ihr Leben lang die Geliebte vergebens. Höre, ich weiß einen Arzt, der dich sehend macht. Das wäre der schwärzeste Tag unter allen Tagen. Du sprichst im Rätsel. Sie werden sich dir lösen, wenn du meine Geschichte hörst. Es war einst ein König, Sohn eines Königs und hunderter Könige. Sein Volk war ungezählt, seine Schätze sagenhaft, seine Macht unbegrenzt. Und dieser Hund war kein Hund, sondern ein Jüngling, der in Bagdad lebte und dem König lieb und wert wurde, obwohl er damals nichts anderes war als ein kleiner Knabe. Was beschnüffelt ihr meine Fische, Bettlergesindel, Schmieriges? Packt euch, packt euch! Soll ich des Kades Aufpasser rufen, hä? Frauen besaß ich, doch war mein Herz ohne Liebe. 50 Paläste, doch kein Heim. Der reichste meines Landes blieb ich der ärmste der Armen. Ich war leer von Wünschen, weil alle Wünsche sich erfüllten. Und so verrann mein Leben, ohne dass ich es halten konnte. Ohne Sinn, ohne Zweck, ohne Ziel. Denn alles regierte mein Großvezier Jafar, der zwischen mir stand und meinem Volk. Hinrichtungen ohne Ende. Was hat er getan? Er hat gedacht, mein Herr und Gebieter. Ist ein Verbrechen zu denken? Für ein Volk das größte Verbrechen. Sind Menschen nur mit Furcht zu regieren? Menschen sind böse. Sie haben Hass in den Augen, Lügen auf den Lippen, Verrat in den Herzen.
Das wirst du noch erfahren, großer König. Es gibt nur drei Herrscher, die Menschen respektieren. Die Geißel, die sie schlägt, das Joch, das sie beugt, das Schwert, das sie tötet, nur mit Gewalt, mit Verachtung und Schrecken, wirst du der Herr der Erde. Ich will nicht der Herr der Erde sein. Was sonst, mein Herr und Gebieter? Ich will nur ein glückliches Volk haben. Fantast. Es sind alles nur Sklaven. Dein Großvater wusste das und du sollst es auch lernen. Wie er es tat. Heute Nacht, wenn die erste Dunkelheit fällt, dann misch dich auf der Straße unter die Menschen und lausche ihnen und sieh in ihre Häuser. Höre, prüfe und beobachte. Heute Nacht, Jaffa. Heute Nacht, mein König. Das ist dein Volk, mein Gebieter. Ich bin ihm nie so nahe gewesen. Jetzt höre, beobachte und prüfe. Längst vergangen sind die Zeiten, da Allah sich gnädig zeigte seinen Dienern. Bis jener kam, der König war unter den Königen und der Gebieter unermesslicher Heerscharen. Er wurde der Herrscher des Volkes und Herrscher der Zeit, aber auch beider unbarmherziger Bedrücker. Und dunkel was sagt er da? Augen seiner wie? Und Grausamkeit und Schrecken verfertigen. Ist es der König von dem Himmel? Du darfst nicht fragen. Es gibt Spione überall. Du musst halt vorsichtig sein. Ich bin nicht von hier. Doch ich hätte gern gewusst, von wem der Alte spricht. Oh, von heimlichen Hoffnungen. Von einer Prophezeiung. Von einem Befreier. Nur Irre und Kinder glauben an ihn. Ein Befreier soll kommen. Nicht solange Ahmad König ist. Und so hofften sie auf den Herrscher, dessen Thron Güte, Liebe und Gerechtigkeit sei. Wer aber nicht hoffte im Stillen, wurde gerichtet auf dem Marktplatz. Und doch erhob sich ein Weiser in Bagdad und gab ihm diese Prophezeiung zum Trost. Wenn die Zeit erfüllt ist, wird der Befreier kommen. Und er wird sein der Niedrigste unter den Niedrigen. Und ihr sollt Ausschau nach ihm in den Wolken. Doch das Volk zweifelte und rief, was soll ein Niedriger uns retten, wenn die Größten machtlos sind vor dem Tyrannen? Wie soll er seinen Weg nehmen auf den Wolken? Aber die in den Sternen lasen, trösteten sie. Allah wird senden einen Knaben aus dem Blau des Himmels. Und er wird sein der Niedrigste der Niedrigen und wird auf einer Wolke sitzen. Und die Wolke wird sein wie ein herrlicher Teppich unter ihm. Und von der Höhe des Himmels wird er den Tyrannen töten mit dem Pfeil der Gerechtigkeit. Und wie ist der Name des Tyrannen? Ahmad ist es. Ja, Ahmad. Gehen wir doch bald der Befreier ihn zu trösten. Halt still! Ich wünschte, dass er heute noch stürbe. Sie sollen ihn in den Kerker werfen. Wenn er sagt, er sei der König, sagt er, sei wahnsinnig. Seine Freunde müssen noch heute Nacht sterben. Macht kein Aufsehen. In dieser Nacht erkannte ich, dass nicht das Volk böse war, sondern er. Er hatte mich in eine Falle gelockt, als er mich überredete, mich unter das Volk zu mischen. Er ließ mich ergreifen und ins Gefängnis werfen. Aber gerade dort war es, wo mein wahres Leben begann. Denn dort fand ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Freund. Abu, den kleinen Dieb von Bagdad. Denn nur kleine Diebe wirft man ins Gefängnis. Nein, nicht doch! Gnade, Gnade! Nicht ins Gefängnis! Halt, ich bin ins Gefängnis! Sag ihm die Hände ab, dann die Arme, nein. Dann die Beine, zum Schluss den Kopf, nein, als Warnung für alle Diebe. Nein, nein, nein! Gnade, Gnade, haben Gnade! Tötet mich nicht! Ich will doch nicht sterben! Du wirst morgen sterben. Mit dem da zusammen. Der verliert gleich den Kopf, weil unser neuer Sultan Jaffa dem Verrückten gnädig ist. Bei Sonnenaufgang also. Nein, 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 nein. Auf der Folter wahnsinnig gemacht? Mich wahnsinnig? Sie sagen doch, dass du wahnsinnig geworden bist. Bist du wirklich verrückt? Sicher. Verrückt. Ich bin verrückt. Der verrückteste aller Verrückten, die jemals König waren. Oh, Sie haben recht. Du bist verrückt. Total verrückt. Was macht das schon? Wir sterben. Bevor morgen früh die Sonne aufgeht, sterben wir beide. Der kleine Dieb und der Verrückte. Doch ich möchte nicht sterben.
Du bist doch kein Verrückter. Aber vielleicht geht für uns die Sonne jenseits vom Fluss auf. Du hast doch gehört. Morgen früh. Da sind wir drüben. Suchen ein Boot und stechen in See. Ich habe noch nie die See gesehen. Ich habe nur die Seeleute unten im Hafen erzählen. Ach, weißt du, von Fischen, die so groß sind wie ein Tempel. Und so winzig klein wie mein kleiner Finger. Mit Flügeln. Und von Booten, so mächtig groß wie Bagdad selbst. Mit Segeln, so groß wie die Wolle. Und wenn der Wind weht, sind sie schneller als Antilopen und tragen uns in die Weite nach Indien und China. Tragen uns nach Indien und China. Und wir sitzen hier im Kerker und sind tot, bevor die Sonne aufgeht. Und du sagst, du seist nicht verrückt? Sieh hier. Was ist das? Der Kerkerschlüssel. Ich habe ihn gestohlen. Den Schlüssel? Gib ihn mir. Nicht doch nicht. Wir müssen hier noch warten. Wir können doch nicht fortlaufen. Warum nicht? Weil ich die Wächter kenne. In einer Stunde essen sie. Nach dem Essen gehen sie schlafen. Dann gehen wir fort. Schnell, leg das dorthin. Gib mir das Tau hier. Rasch, wir müssen hier weg. Wir müssen verschwinden. Oder wartest du etwa auf Begnadigung? Denkst du nicht, dass der König uns begnadigen würde? Der König war ein Narr. Hoffentlich leidet er ebenso viel, wie sein Volk leiden musste. So sehr hasst du ihn? Das Volk hasst ihn. Und wenn ich ihn jetzt in meine Hände bekäme, hier auf der Stelle, ich würde ihm schon sagen, was er für ein Narr war. Sag es doch. Ich bin Ahmad, euer König. Nun, so sprich doch. Ahmad, der König ist tot. Seit gestern. Der neue König ist Jaffa. Da! Jaffa würde um mich nicht so viel Aufhebens machen. Und die ganze Leibwache auf mich hetzen. Gnade, mein König, ich bin ein Sklave. Lasst mir die Hände, um ein klein wenig zu stehlen. Und ich will es euch doppelt vergelten. Wie nennt man dich? Ich bin Abu der Dieb. Sohn von Abu dem Dieb und Enkel von Abu dem Dieb. Der jüngste von 10 Söhnen, der ständig Hunger hat, Tag und Nacht. Steh auf, mein Freund. Und folge mir. Wir müssen nach Bagdad. Seid ihr ganz verrückt geworden? Ich meine, sie würden uns töten. Und ein toter König und ein toter Dieb sind nichts wert. Wenn deine Finger ebenso flink sind wie deine Zunge, bist du der König der Diebe. Komm, nutzen wir den Morgenwind. Er wird uns in die Freiheit bringen. Seltsam. Ich hatte alles außer der Freiheit, Abu. Und ich hatte nichts als die Freiheit, Amar. Und nun, mein Freund, was tun wir jetzt? Was uns gefällt. In 3 Tagen segeln wir bis Basra. Hier, nimm das Ruder. Stoß ab. Ein Seemann werden, segeln in die Welt, segeln nach Nord und Süd, wohin es mir gefällt. Onkel und Tanten von mir ab sich wandten, seht an, ich wäre nur ein Zauber, nicht kein Held. Heimat, die wohl ich suche, in der Welt mein Glück, einmal vielleicht kehr ich zurück, kehr ich Abu, Basra! Basra! Basra, wie prachtvoll es ist! Gurken, herrliche Gurken. Und wie prachtvoll es duftet. Gurken, herrliche Gurken. Gurken, herrliche Gurken. Pfannkuchen.
gib mir einen. Kennst du nicht die feine Küche? Seit wann isst man denn Pfannkuchen ohne Honig? Wo hast du denn Honig? Aller gibt uns Pfannkuchen, dann wird er auch für Honig sorgen. Honig! 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 Honig, Gefälli? Ja, wir möchten gern welchen kaufen. Nur einen Krug voll. Einen Krug? Oder zwei? Ja, wenn er gut ist. Das ist der Beste in Basra. Das kann jeder sagen. Aber wir möchten ihn erst kosten. Wohl bekommt's. Ich kenne viel Besseren. Was sagst du dazu? Nein. Können wir nicht kaufen. Nein, deine Bienen sind nicht gut gelaunt. Was? Nur Ruhe, alter Herr. Ihr seid ein ganz schwieriges Gefühl, Gesindel. Ich zeig euch an. Hey, alter Freund. Wessen Palast ist das? Das ist der Palast des Sultans, du kleiner Dummkopf. Der Palast der tausend Spielzeuge. Spielzeuge? Wo seid ihr denn hergekommen? Dass ihr das nicht einmal wisst. Der Sultan hat doch die größte Spielzeugsammlung der ganzen Welt. Was? Wieso das? Er ist ein alter Mann. Und alte Männer sind Kinder. Er ist eifersüchtig auf seinen Spielzeugtrödel als auf seine Tochter. Aber ich sage nichts mehr. Lasst mich lieber gehen, ihr Meister der tausend Flöhe. Allah sei mit euch. Aber er wird sich hüten. Prinzessin kommt. Deswegen laufen alle fort? Wer sie erblickt, der muss sterben. Wieso sterben? Niemand hat sie bisher gesehen und darf sie sehen, bevor sie mit ihrem Vater vermählt hat. Ist sie so hässlich? Nun, ihre Schönheit überstrahlt Sonne und Mond. Werden wir noch sterben. Ohne Essen sterben wir erst recht. Abu, da kommt sie. Ich muss sie wiedersehen. Aber ich habe doch Sindbad gesprochen.
Er hat für uns zwei Plätze auf seinem Schiff. Es wird viel schöner, als ich je zu träumen wagte. Und er segelt noch heute Nacht. Ich kann jetzt nicht gehen. Ich muss sie wiedersehen. Ahmad, das ganze Leben habe ich davon geträumt, einmal auf einem großen Schiff zu fahren. Ich kann nicht. Ich muss sie wiedersehen. Und wenn ich dir dazu verhelfe, kommst du da mit mir? Dann komme ich. Nicht mehr. Die Musik der Liebe bedrückt mich wie die Hitze des Tages. Warten wir auf die Nachtigall und die Kühle der Nacht. Kommt zum Teich. Jenny? Hast du Angst? Ja, ich habe Angst. Und warum läufst du da nicht vor? Ich bin neugierig. Ich habe noch nie einen Geist gesehen. Dann schau ihn dir an. Und vergiss ihn nicht. Und denke daran, dass man einem Geist gehorchen muss. Ich soll dir gehorchen? Sag, bist du ein guter Genie? Na, es geht. Zu gute Genies sind genauso langweilig wie zu gute Menschen. Ja. Sag, lebst du dort unten? Nein. Warum bist du denn gekommen? Dich zu sehen. Ich wollte eben baden. Ich warte da. Baden? Hier vor dir? Gib mir deine Hand. Tauch sie ins Wasser. Ich will doch nicht, dass du fortgehst. Sehe ich dich nie wieder? Nie mehr? Fürchte dich nicht. Ich bin kein Genie. Wer dann? Dein Sklave. Und woher bist du gekommen? Aus dem Reich der Liebe kam ich. Dich zu suchen. Wie lange hast du mich gesucht? Seit Anbeginn aller Liebe. Und nun du mich gefunden hast, wie lange bleibst du hier? Bis zum Ende aller Liebe. Für mich hat die Welt keine Schönheit mehr, außer der deinen. Für mich hat die Welt keine Freuden und Wünsche mehr, als bei dir zu sein.
Wirst du morgen zur gleichen Stunde hier im Garten sein? Ein Gärtner bewacht ihn Tag und Nacht. Sein Name ist Tod. Du darfst nicht kommen. Verbiete es. Ich kann es nicht verbieten. Auf morgen. Auf morgen. Und immer wieder auf morgen. Hast du sie gesehen? Ja. Gut, dann können wir heute mit Sindbad segeln. Nein, ich kann nicht. Du kannst nicht? Du hast sie doch wieder gesehen. Deswegen kann ich es nicht. Weil ich sie wieder gesehen habe. Schade. Dann fahre ich allein. Und wie willst du dann morgen da hineingehen? An den Wachen vorbei, ohne meine Hilfe. Ich finde schon einen Weg. Na, das möchte ich mal sehen. Du bleibst bei mir, aber nicht um meinetwillen. In dir steckt genau solch eine Sehnsucht wie in mir. Warum bleibst du? Weil ich genau solch ein Narr bin, wie du es bist. Sieh doch doch. Jaffa, der neue Sultan von Bagdad, besucht unseren erlauchten Sultan von Basra. Entbiete mir den Bruderkuss. Du weißt, ich habe die größte Sammlung des schönsten mechanischen Spielzeugs von der ganzen weiten Welt. Aber das da, das ist das Bemerkenswerteste von allem. Komm doch, es sagt dir die Zeit. Sieh doch, wie es geht. Ist das nicht prächtig? Ich hoffe, dieses schöne, doch gefährliche Ding kommt niemals in die Hände des Pöbels. Gefährlich? Ja. Wenn der Pöbel erst weiß, was Zeit bedeutet, werden sie dich nicht länger König der Zeit benennen. Sie wollen dann selber Zeit für sich. Du hast recht. Nein, mein Volk darf davon nichts wissen. Doch hier, komm, komm, schau hier. Dieses Kunstwerk. Diese Genauigkeit, diese Zuverlässigkeit. Mein Spielzeug ist mir lieber als meine Untertanen. Schau, schau doch nur. Sieh doch. Nein, nein, das da. Das ist das Schönste von allem. Sieh doch. Ich brauche nur einen Schlüssel zu drehen, eine Feder zu drücken und sie machen jedes Mal genau dasselbe. Genau das, was ich will. Bevor aber meine Untertanen das tun, was ich will, muss ich leider von Zeit zu Zeit einigen die Köpfe abschlagen lassen. Die Sammlung ist ganz prachtvoll, doch leider noch unvollständig. Unvollständig? Und ich hoffte von dir zu hören, dass meine Sammlung die Vollendung ist. Bitte missverstehe mich nicht. Ich weiß wohl, dass nur noch ein einziges Wunderwerk diese herrlichen Spielsachen an Glanz übertreffen würde. Mhm. Aber dieses Wunder existiert. Was sagst du? Ein besseres Spielzeug als meines hier gibt es? Da ich genau weiß, es gefällt dir, habe ich es gleich mitgebracht. Wo ist es? Zeig es mir bitte. Schnell, schnell, ich kann es nicht ertragen, warten zu müssen. Ein neues Spielzeug. Oh. Ja. Oh, das ist schrecklich aufregend. Vielleicht versuchst du es mal selbst. Ja. Was wird es dann tun? Die Beine bewegen?
oder den Nacken beugen? Oder mit dem Schweifwedel? Es reicht doch nicht etwa aus. Ehrlich gesagt bin ich immer etwas vorsichtig mit solchen Dingen, bis ich weiß, was mit ihnen los ist und ich mich dran gewöhnt habe. Aha. Oh ja, es zieht sich sehr leicht auf. Du kannst beruhigt aufsteigen. Ach ja, kommt, helft mir. Und jetzt? Fest die Zügel nehmen. Und nun, mein Zauberpferd, zeig deine Kunst. Ich bin ein Vogel, ich bin der König der Vögel. Oh. So, hierher. Oh. Nein, nein. Jaffa, das muss ich haben. Das muss ich haben. Und wenn ich dir mein halbes Königreich dafür geben sollte. Es ist dein. Du verlangst? Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Er ist erfüllt. Deine Tochter. Meine Tochter? Ja. Oh, du gerechte Zeit, das ist sehr unangenehm. Wozu brauchst du meine Tochter? Eine Dynastie zu gründen. Ich verstehe sehr gut deinen Wunsch, eine Dynastie zu gründen. Ich habe es auch schon versucht. Eine spaßige Sache. Aber was kam dabei heraus? Eine Tochter? Und was für eine? Sie ist so abschreckend, dass ich sie vor allen Männern verbergen muss. Ihre Augen schielen und sieht sich immer selbst an. So ist es leider. Ihre Augen sind prachtvoller als die Sterne. Ihre Augenbrauen sind die Sicheln der silbernen Monde des Ramadan. Ihres Mundes Lächeln ist strahlender als die Sonne. Woher weißt du das? Ich habe sie gesehen. Das hast du nicht. Ich sah sie. Und wo? In meinem Kristall. Es sei verwünscht, das Kristall. Und alle Kristalle. Ich hasse Kristalle. Zauberst du etwa? Manchmal ein wenig. Nein, erzähle nicht mehr. Es ist ja auch alles gleich. Ich muss dieses Pferd haben. Dafür bekommst du auch meine Tochter. Ich will lieber sterben, als Jaffa heiraten. Ich werde zu meinem Onkel fliehen, dem Sultan von Samarkand. Dort bin ich sicher vor Jaffa. Geh bitte in den Garten. Dort findest du jemanden, der so aussieht wie der Genie aus dem Wasser. Erzähle ihm von meinem Missgeschick und sage ihm, ich warte in Samarkand. Ja, Prinzessin. Lebt wohl. Lebt wohl, Prinzessin. Lebt wohl. Allah sei mit dir. Was ist? Gnade, Hoheit. Gnade, die Prinzessin ist nirgends zu finden. Wir haben den ganzen Garten durchsucht. Wir fanden nur zwei Bettler. Bring sie her. Warte, bring die Hunde herein. Schwert gegen Schwert, Mann gegen Mann, Stich gegen Stich. Gebt mir ein Schwert! Aller soll Richter sein!
Großer Sultan, du sollst die Wahrheit hören. Meine Augen waren Zeugen. Amar! Und ich werde euch sagen, wer dieser Mann ist und wie er. Es ist die reine Wahrheit. Du Sohn eines Hundes. Nein. Kraft meines magischen Zauberspruches, werde wie dein Vater zu einem Hund und belle den Mond an. Das sei meine Rache. Ich soll die Blindheit schlagen. Und du sollst bleiben, mein Hund, bis ich die, die ich liebe, in meinen Armen halte. Und nun, ihr Freudenspenderin, wisst ihr, warum ein blinder Mann mit seinem Hund in der ganzen Welt die Geliebte sucht. Und doch noch hofft. Denn ein Dasein ohne Hoffnung ist nichts. Und Allah ist voller Gnade. Allah ist wahrhaft gnädig, denn die, die du suchst, ist hier. Du bist sehr grausam, einer Blindheit zu spotten. Es ist kein Spott. Die Prinzessin fiel Sklavenjägern in die Hände und wurde hier als Sklaven verkauft. Der reichste Kaufmann der Stadt hat sie gekauft. Doch kaum war sie in seinem Haus, verfiel sie in einen seltsamen Schlaf. Sie atmet und scheint doch wie tot. Kein Arzt kann sie erwecken. Tag und Nacht ruft sie im Schlaf nach dem Genie aus dem Teich. Ich bin dieser Genie. Dann wird sie durch dich wieder leben. Dann führ mich zu ihr. Soll ich dich niemals wiedersehen? Niemals? Führe mich zu ihr. Du bist gekommen. Ich habe dich gesucht. Wie lange hast du mich gesucht? Seit Anbeginn aller Liebe. Und nun du mich gefunden. Wie lange bleibst du? Bis alle Liebe endet. Der Traum, mein Traum. Immer derselbe Traum. Es ist kein Traum. Amar! Schluss mit dem Possenspiel. Schau mich nicht so an, Liebste. Das Leid der Sehnsucht hat mich hässlich gemacht. Für mich bleibst du das Wunder meines Lebens vom ersten Tag. Schön wie das Licht. Deine Augen schauen so seltsam, so voller Qual. Wer durch das Feuer geht, wird gebrannt werden. Amad, du musst fort, der Sultan ist zurückgekommen. Ich verstecke dich und wenn sich der Gebieter gegen Mittag zur Ruhe legt, bringe ich die Prinzessin zu dir. Still! Hör, von jetzt an gehörst du nicht nur mir, sondern auch der Prinzessin. Und sollst wachen für mich. Schnell, Amad! Blind.
Es liegt in deiner Macht und er wird wieder sehen. Ich kenne hier einen berühmten Arzt, der ihn heilen wird, wenn du ihn bittest. Ja, führe mich zu ihm. Ist der Arzt hier, auf dem Schiff? Ja, er erwartet dich. Bist du still? Leg ab! Aufmachen hörst du denn nicht? Bring ihn näher. Noch näher. Wie gefällt dir dein Hundeleben? Wie kann nur aus einem so bösen Kind ein so netter Hund werden? Wirf ihn über Bord. Willkommen. Jaffa. Ja, Jaffa. Immer wieder Jaffa. Seit du aus deiner Heimat fort bist, behütet er dich. Und als du ohne Hoffnung in der Wüste verloren warst, wer wachte über dich? Und als du auf dem Sklavenmarkt verkauft wurdest, wer kaufte dich? Kein anderer als Jaffa. Es war mein Haus, in dem dir ein Lager bereitet wurde für deinen Schlaf und den Traum ohne Ende. Den ersten Traum der Liebe. Und ich erweckte dich. Du lügst. Es war Ahmad. Halima hat mich hierher gelockt. Ich sollte einen Arzt finden, der ihm das Augenlicht wiedergibt. Ganz recht. Dieser Arzt bin ich. In dem gleichen Augenblick, wo ich dich in meinen Armen halte, wird Ahmad wieder sehend werden. Nimm mich in deine Arme. Meine Augen! Was ist? Was hast du, Blind? Was ist denn mit ihm? Er hat geschrien. Seh doch seine Augen, wie sie anfangen zu leuchten. Ich anfange zu reden. Wenn sie nicht da ist.
Ist denn dies alles nichts für dich, ohne sie? Weniger als nichts. Ich habe wohl die Macht, dich unter meinen Willen zu zwingen. Aber ich will mehr, als ich erzwingen kann. Ich will deine Liebe. Vergiss Amat. Seine Augen sind sehend. Und für einen Mann wie ihn ist die Welt voller Frauen. Nur ich bin dir hörig und sehe keine andere außer dir. Kleine Närrin, ende nicht dein Leben, bevor es begonnen hat. Ich sage dir, Amat hat dich vergessen. Sieh doch! Das ist Amat! Binde herbei! Eilt herbei, ihr Binde! Wetter auf.
Können wir dem entgehen, was die Sterne uns bestimmen? Unsere beiden Wege führen zusammen. Ich habe dir zu gehorchen. Du hast mir zu befehlen. Verlange. Ich will dir alles geben. Ich bitte dich nur noch, bring mich heim nach Basra. Steuermann! Ja, Herr? Nordwärts nach Basra! Nach Basra! Das ist doch ein Platz der Verzweiflung. Für mich ist der schönste Garten der Welt. Die Blumen, die hier wuchsen, sind verschwunden. Verdorrt. Und dort im Teich nichts anderes als Unkraut. Du siehst nicht mehr dein Spiegelbild in ihm. Es ist ein anderes Bild, nach dem ich ausschaue. Vater, ich will nicht zurück nach Bagdad zu Jaffa. Aber mein Töchterchen... Gib mich nicht in seine Gewalt. Nicht doch, mein süßes Töchchen. Wenn du nicht mit ihm nach Bagdad gehen willst, dann sollst du auch nicht. Nein, nein, nie sollst du mir fortgehen, das verspreche ich dir. Niemals, solange ich lebe. Nur nicht mehr weinen, mein süßes Kind. Neues Wunderspielzeug, die Silbermaid. Beide Weiber auf, wenn sie wollen. Ihre Liebe ist süß wie der Kuss der Sünde. Keine von deinen Frauen kann so gut küssen. Sie übertrifft alles. Willst du damit sagen, ich soll meine Weiber rauswerfen und mir vor den Dingern ein paar anschaffen? Ich bin schrecklich kitzlig.
Zurück nach Bagdad! Vor 2000 Jahren hat König Salomo, Gebieter aller Geister, mich in diese Flasche eingesperrt. Für mich ist dies der erste Atemzug eines neuen Lebens. Für dich? Für dich schlägt jetzt die letzte Stunde deines Lebens. Meines Lebens? Deines Lebens. Im Augenblick, wo ich meinen Fuß bewege, zerquetsche ich dich, du Insekt, Floh, Wurm, armseliger Zwerg. Aber Herr aller Geister, ich habe dich aus dem Meer gefischt und herausgelassen. Du kannst doch nicht so undankbar sein. Undankbar? Sklaven sind nicht dankbar. Nicht für ihre Freiheit. Höre, in den ersten 1000 Jahren, die ich in der Flasche saß, habe ich geschworen, dass ich den mit allen Reichtümern belohne, der mich herauslassen würde. Aber in den zweiten 1000 Jahren verschwor sich mein gefangener Geist der Rache gegen alle, die lebten und frei waren. Und ich schwor, den zu töten, der mich befreien würde, den Hass zu befriedigen. Mach dich bereit! Warte! 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 Höre! Bevor ich sterbe, möchte ich... Hätte ich dich gern noch was gefragt, du Riese! Mach schnell! Wie kommt es, dass du, der du so groß wie ein Berg bist, in einer kleinen Flasche gewesen sein sollst? Das ist doch Schwindel! Du warst in Wirklichkeit gar nicht drin, nicht wahr? Natürlich war ich drin! Nein, du warst nicht drin! Ich war drin! Das ist nicht wahr! Was? Du wagst zu zweifeln? Wenn ich schon von dir umgebracht werden soll, wage ich alles. Ich sage dir, das ist unmöglich! Das ist doch möglich! Aufschneider! Nimm dich in Acht! Du, pass auf! Glaub ich dir niemals! Niemals? Nein, nie! Das heißt, ich müsste es selbst sehen. Das sollst du auch, Hund eines Ungläubigen! Bevor ich dich zertrete, wirst du es noch einmal sehen! Und dann wirst du sterben. Nunu, Knirps, du aufgeblasener Bursche. Wolltest du mir etwa durch dein großes Maul Angst machen? Lass mich raus! Lass mich raus! Oh, du Prahlhans, du hohles Ei! Ich dich herauslassen? Ich werfe dich jetzt in das Meer zurück. Und diesmal für immer. Gnade, Gnade, Herr und Meister! Was ist das? Oh, großer Gebieter! Das höre ich gern. Oh, großer Gebieter und Meister, lass mich hier heraus. Ich erfülle dir auch drei Wünsche. Drei Wünsche? Bestimmt drei Wünsche will ich dir erfüllen. Du schwörst? Ja, ich schwöre. Bei König Salomo, dem Herrn aller Geister? Bei König Salomo, dem Herrn aller Geister, schwöre ich und werde diesen Eid nie brechen. Und du wirst dich anständig benehmen und mir nichts antun? Nein. Niemals? Nie, mein Gebieter. Nicht schlecht. Dann mach bitte nicht solchen Krach. Ich möchte nicht erschreckt werden. Kleiner, großer Meister, ich will gehorchen. Warum nicht gleich so? Siehst du, jedes Großmaul lernt einmal Manieren. Ich habe Hunger. Ich kann mit leerem Magen nicht überleben. Ich möchte ein paar Bratwürstchen haben, wie meine Mutter sie machte. Da
dein erster Wunsch, mein Gebieter? Die Bratwürstchen. Das war der erste Wunsch, Meister. Zwei bleiben dir noch. Was möchtest du? Nicht so eilig, lieber Freund. Das muss ich mir erst überlegen. Noch zwei. Weißt du, was ich möchte? Wissen, wo mein Freund Amat ist. Um das zu wissen, musst du in das allsehende Auge schauen. Dann her mit dem Auge. Oder verlangst du zu viel? Ich kann es dir nur zeigen. Aber ich kann es doch nicht für dich stehlen. Stehlen? Dafür lass mich sorgen. Du Pralanz, was hast du schon gestohlen? Was habe ich nicht gestohlen? Den Schlüssel aus dem Schloss, den Ring vom Finger und die Kraft eines Großmanns wie du. Und die Zunge eines Lügners. Wer es aber wagen wollte, das allsehende Auge aus dem Tempel der Göttin zu stehlen, muss mehr als ein Dieb oder Pralant sein, nämlich ein Held. Ich wollte immer ein Held werden. Komm hier. Halte dich an einem Haar fest. Schön, danke. Hm. Aber das ist nicht etwa mein zweiter Wunsch. Ich helfe dir nur. Nun gut, so sei es. Ich denke, du wolltest ein Held werden. Alles noch in Ordnung, mein kleiner Held? Ich denke schon. Wo sind wir jetzt? Wir sind über dem Dach der Welt. Hat die Welt dann ein Dach? Ein Dach von sieben Säulen getragen. Und die Säulen lasten auf den Schultern eines Genies tausendmal größer als ich. Und der Genie steht auf einem Adler, der Adler auf einer Kugel, die Kugel auf einem Fisch. Der Fisch aber schwimmt in dem Meer der Ewigkeit. Zum höchsten Gipfel des höchsten Berges der Welt, wo Erde und Himmel sich berühren. Dort steht der Tempel der Dämmerung. Und in der großen Halle des Tempels ruht die Göttin des Lichtes. In ihrer Stirn aber trägt sie das allsehende Auge. Und nun, mein kleiner Pralanz, kannst du zugleich ein Dieb sein und ein Held. Thank you.
möchten Simon werden. Ich möchte ein Seemann werden, segeln in die Welt, segeln nach Nord und Süd, wohin es mir gefällt. Onkel und Tanten von mir ab sich wandten, zetern, ich wäre nur ein Taugenicht, kein Held. Heil, heil. Mat lieb wohl, ich suche in der Welt mein Glück. Thank you.
Ist das das allsehende Auge? Nicht vor 2000 Jahren wird ihr ein neues wachsen. 100 Generationen der Menschen wird sie unwissend bleiben müssen. Erfahre ich nun, was am Markt geschehen ist? Schau hinein. Schau genau hin. Wirklich, Amar. Spring mich zu ihm. Ich habe versprochen, meinem kleinen Gebieter zu gehorchen. Halt dich fest, mein Würstchen. Wir müssen wieder über die halbe Welt zurück. Bin ich etwa nicht dein Meister? Ja, du bist noch mein Meister. Na, siehst du, er brachte mich her und bringt uns auch wieder weg. Das Lachen ist ja grauenvoll. Ist er gefährlich? Oh, der Junge ist richtig. Er ist bloß ein bisschen groß. Das Schlimmste dabei ist nur, dass man so schreien muss. Hey, du da oben! Worüber lachst du eigentlich? Weil mir meine Freiheit so nahe ist. Erst musst du uns von hier fortbringen. Dein dritter Wunsch? Nein, 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 nein. Noch nicht. Ein schlauer Bursche. Auf den muss ich aufpassen. Sonst haut er mich wieder übers Ohr. Und wir haben nur noch einen Wunsch. Ich habe auch nur einen Wunsch. Ach, was du willst, kann ich mir schon denken. Deine Prinzessin. Wenn ich sie doch nur sehen könnte. Ist das alles? Ach, dafür verschwenden wir keinen Wunsch. Sieh hier. Was ist das? Schau hier hinein. Hier erscheint sie. Hier drin. Du musst an sie denken, dann siehst du sie. Tatsächlich. Da siehst du? Rose? Ich habe davon gehört. Das ist die blaue Rose des Vergessens. Wenn du ihren Duft einatmest, vergisst du. Vergisst du alles. Eine blaue Rose? Es ist alles so anders.
Wer bist du? Ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Warum hast du gelitten? Habe ich gelitten? Ich weiß nichts mehr. Mir ist so, als sei ich einmal verliebt gewesen. In wen verliebt? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich wünschte, ich wäre blind. Wäre ich doch noch blind. Wissen ist viel schlimmer als Nichtwissen, wenn du machtlos bist. Machtlos. Was soll ich doch hiermit? Nimm es und zerbrich es in tausend Scherben. Aber ich habe doch gestohlen, um dir zu helfen. Du stiehlst nur aus Freude am Stehlen. Ohne mein Stehlen wärst du schon lange tot. Ich wünschte, ich wäre tot. Und hätte dich nie gesehen. Ich wünschte, ich wäre in Bagdad. Ich wünschte, du wärst es. Ahmad! 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 Wo bist du? Wo du ihn hingewünscht hast, in Bagdad. Dann nimm mich auf, komm von hier. Hörst du nicht? Ich will hier heraus. Du bleibst, wo du bist. Du kleiner, kluger Mann, du Meister des Weltalls. Ihr Menschen seid schwach und zerbrechlich. Wenn euer Magen spricht, dann vergesst ihr euer Hirn. Und wenn euer Hirn spricht, dann vergesst ihr euer Herz. Und wenn euer Herz spricht, wenn euer Herz spricht, dann vergesst ihr alles. Noch bin ich dein Meister. Nein, nicht mehr. Du hattest deine drei Wünsche, nun bin ich frei. Frei! Jenny, Jenny, komm zurück! Lass mich nicht hier im Stich! Lass mich nicht allein! Jenny! Leb wohl, du kleiner, kluger Meister des Weltalls. Leb wohl, ich bin frei. Frei! Frei! Alles, was vergangen sei, in dir vergessen. Du hast mich immer geliebt. Du liebst mich noch heute. Und ewig wirst du mich lieben. Alles Vergangene ist in mir vergessen. Ich habe dich immer geliebt. Ich liebe dich noch heute und ewig werde ich dich lieben. Werdet ihr büßen. Schlagt sie in Fesseln und schmiedet sie zusammen. Am Morgen sollen sie den Tod der tausend Qualen sterben. Ich habe dir nichts zu verzeihen. Wir sind ja zusammen. Untrennbar bis zum letzten Atemzug. Was auch geschieht, dein Herz ist bei mir. Und wird dir gehören bis in alle Ewigkeit.
Abu und ich haben uns im Streit getrennt. Könnte ich ihm doch sagen, wie leid es mir tut. Abu, mein Freund. Leb wohl und vergib. Nein, ich will nicht leb wohl sagen. Ich will dir helfen. Aber wie denn, Ahmad? Wenn ich dir nicht helfen kann, will ich auch nicht sehen. Willkommen, du kleiner Prinz. Willkommen, als Prinz. Willkommen, mein Prinz. Oh, du Vater der Weisheit. Das stimmt nicht. Ich bin kein Prinz. Ich bin nur ein Dieb. Auf dich haben wir zweimal 2000 Jahre gewartet. Oh nein, aber doch nicht auf mich. Ihr hattet doch keine Ahnung, dass ich komme und ich weiß selbst nicht, was geschehen ist. Wer seid ihr, Vater des Bartes? Und wo bin ich? Dies ist das Land der Legenden, wo alle Märchen zur Wirklichkeit werden, wenn man sie mit den Augen des Kindes erschaut. Und wir sind die Letzten des goldenen Zeitalters, in dem aus Gold alles und das Gold nichts war. Nicht mehr als der Sand unter deinen Füßen oder der harte Stein, zu dem wir geworden. Zu hartem Stein seid ihr geworden? Wir wurden zu Stein vor Grauen, da die Sünde über die Menschen kam und sie aufhörten, Kinder zu sein und nicht mehr glaubten an die Welt der Märchen. Sobald aber ein gläubiges Kind zu uns käme, dessen Herz dem Wunder aufgeschlossen ist, würden wir wieder leben. Und du bist dieses Kind. Und somit mein Nachfolger. Nun, komm mit mir. Ich schmücke dich jetzt mit dem Zeichen des echten Königtums. Der Bogen der Gerechtigkeit. Nimm ihn zum Kampf gegen die Ungerechtigkeit und du wirst dein Ziel nie verfehlen. Oh, nicht doch, Vater des Feenreiches. Ich brauche ihn nicht. Ich will nicht König sein. Ich will nichts als meinen Freund retten. Dazu wird dir dieser Bogen helfen. Nun huldige ich dir in Ehrfurcht. Du bist der König. Alles in unserem Königreich gehört dir, ausgenommen jener Teppich. Ihn bitte ich für mich aus. Denn dieser Teppich kann fliegen, wenn ich ihn bitte. Er soll mich dereinst ins Paradies tragen, wenn meine Stunde gekommen ist. Längst vergangen sind die Zeiten, da Allah sich gnädig zeigte seinen Dienern. Bis jener kam, der König war unter den Königen und der Gebieter unermesslicher Heerscharen. Er wurde der Herrscher des Volkes und Herrscher der Zeit, aber auch beider unbarmherziger Bedrücker. Und dunkel wurde die Erde für die Augen seiner Untertanen. Doch alle Grausamkeiten des Unterdrückers vermochten nicht den Glauben in den Herzen des gequälten Volkes zu ertöten. Und so hofften sie auf den Herrscher, dessen Thron Güte, Liebe und Gerechtigkeit sei. Musik.
Oh, Allah, ich weiß, du bist kein Freund des Stehlens und ich will auch nie wieder stehlen. Du kannst es mir glauben, es soll das letzte Mal sein. Nur noch diesen kleinen Teppich, damit ich rechtzeitig nach Bagdad komme. Und wenn des alten Königs Stunde kommt, dann lass ihn auch ohne Teppich zu dir ins Paradies ein. Denn du, O Allah, führst ihn bei der Hand, still und gütig wie er ist, und schenkst ihm deinen ewigen Frieden. Ist es dir recht so? Aber ich muss nach Bagdad und Ahmad, meinen Freund, retten aus Todesgefahr. Das musst du doch einsehen. O Allah, lass mich nur noch dies eine Mal stehlen. Flieg, Teppich. Warum schließen sich deine Augen? Du wirst ihn nicht mehr lange für dich haben. Doch das Volk zweifelte und rief, wie soll ein Niedriger uns retten, wenn die Größten machtlos sind vor dem Tyrannen? Und wie soll er seinen Weg nehmen auf den Wolken? Aber die in den Sternen lasen, trösteten sie. Eines Tages wird ein Knabe kommen aus dem Blau des Himmels, und er wird sein der Niedrigste der Niedrigen, und wird auf einer Wolke sitzen, und die Wolke wird sein wie ein herrlicher Teppich unter ihm. Und von der Höhe des Himmels wird er den Tyrannen töten mit dem Pfeil der Gerechtigkeit. Großvezier. Er wird die beste Schule in Bagdad besuchen und die größten Gelehrten des Orients werden ihn alle Weisheiten der Welt lehren. Und so wird er der Weiseste werden unter den Weisen. Und dann bewundern wir alle seine Würde, Größe und seine Klugheit. Er wird das leuchtende Vorbild der Jugend von Bagdad sein. Und immer wieder
wird das Volk den mutigen kleinen Dieb... Hey, Abu, wo willst du hin? Du hast jetzt, was du wolltest, und ich gehe mir jetzt holen, was ich möchte. Und das ist? Ein neues Abenteuer.